Smart Blut möchte erreichen mit digitalen Inhalten die Themen Digitalisierung, Natur, Erleben und Lernen zusammenzubringen. Also wir haben uns zum einen überlegt, dass wir eine Webseite bauen möchten, die sozusagen der Inspiration dient. Da soll dann Inhalte drauf, zum Beispiel was passiert im Wald, wie geht's unserem Wald, und dann sollen wir eine App haben, wo man Augmented Reality Inhalte abrufen kann in der Fläche. Das heißt, man kommt zum Beispiel in den Arnsberger Wald, da gibt es dann Tafeln, wo QR-Codes drauf sind, und da wird ein virtueller Ranger berichten, was so Themen gerade sind im Wald. Der virtuelle Ranger ist eine Ergänzung für uns. Wir schaffen einfach nicht die Arbeit, dass wir mit den vielen Gruppen, die tatsächlich in den Wald hinein wollen, die Arbeit oder beziehungsweise Führung durchzuführen. Ja, und wenn der virtuelle Ranger uns unterstützt, kann das nur für uns von Vorteil sein. Wir haben diese Themen Klimawandel, Wald im Wandel. Die Leute sind draußen, die Leute wissen nicht genau, was passiert da draußen überhaupt. Und wir wollen einfach die Möglichkeit geben, die Zusammenhänge oder auch die Vorkommnisse, die jetzt hier passieren, einfach mehr zu verstehen. Ich kann zum Beispiel, wenn wir hier auf diesen Borkenkäfer zum Beispiel eingehen, ja, kann ich natürlich die ein oder anderen Dinge erzählen. Aber wenn ich den virtuellen Ranger habe, ist er in der Lage, genauer darauf einzugehen, was das für ein Käfer ist, welche Größe er hat. Man kann den Käfer zeigen, man hat ja nicht immer einen Käfer in der Tasche. Das kann man ja alles virtuell erzeugen. Ja, und dementsprechend habe ich viel mehr Möglichkeiten, hier dem Besucher den Klimawandel und all das, was um den Wald herum passiert, näher zu bringen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir wollen es versuchen, für verschiedene Zielgruppen anzubieten. Das heißt, der Ranger wird einmal für die Leute erklären, die so ein bisschen mehr und detaillierteres Hintergrundwissen haben wollen, aber auf der anderen Seite auch vielleicht für Kinder, um denen einfach einen einfacheren Zugang zu solchen Themen zu schaffen. Und ja, im Idealfall geht die ganze Familie raus und ist glücklich. Der Papa hat ein bisschen mehr noch gelernt. Die Kinder haben es überhaupt erstmal grundsätzlich verstanden. Und dann sind auch alle zufrieden und wir natürlich auch.